Mit jeder Menge guter Laune, aber noch ohne die frisch gebackene Australian Open-Siegerin Angelique Kerber, hat sich das deutsche Fed Cup-Team am Montag bei einem ganz besonderen Termin präsentiert. Für ein Fahrerlebnistraining des Partners Porsche waren Teamchefin Barbara Rittner, Andrea Petkovic und Co. in Leipzig zusammengekommen und hatten bei den Fahrten auf den unterschiedlichen Teststrecken sichtlich Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie, ich habe auch meinem ganzen Betreuerteam gesagt, hey, wenn ihr jetzt die Chance habt, macht es einfach, weil das macht so viel Spaß. Und wir sind ja alle auch so ein bisschen Geschwindigkeitsjunkies. Und wenn man dann auch mal Porsche fahren darf, es geht ja auch nicht immer. Und dann auch noch mit Leuten, die den Wagen kennen und beherrschen, das ist einmalig und das kann man nur jedem empfehlen. Oh, der Spaßfaktor war über 10 definitiv. Also es hat es gesprengt, auch die Fahrten, die wir selber machen durften. Und ja, es war super einfach. Ob auf dem abwechslungsreichen Offroad-Parcours oder der anspruchsvollen Rennstrecke, die deutsche Mannschaft hat bereits mächtig Fahrt aufgenommen. Am kommenden Wochenende soll in der ersten Fed Cup-Runde unbedingt ein Sieg gegen die starken Schweizerinnen her. Dann soll auch Kerber wieder fürs Fed Cup-Team aufs Gaspedal treten. Trotz ihrer Abwesenheit war die neue Weltranglistenzweite natürlich das große Thema. Ich habe auch ein paar Glückstränen vergossen. Ich habe mich so gefreut für Angie und es war echt ein wunderschöner Moment für uns alle, die, glaube ich, einfach den Tennissport lieben und dann nochmal besonderer für uns, die Angie lieben. Angie Kerber hat was Großartiges erreicht und sie ist auf alle Fälle ein Vorbild für mich. Wir freuen uns alle, wenn sie an morgen auch zum Team dazustößt und dann auch am Wochenende, denke ich, werden wir, das Publikum wird bestimmt auch sehr euphorisch sein und das wird uns auch nochmal extra Energie geben und ich denke schon, dass das helfen wird die Woche. Die Grand-Slam-Siegerin war erst wenige Stunden zuvor in Frankfurt gelandet und gleich weiter ins polnische Posen gereist. Doch trotz aller Freude über den sensationellen Erfolg über Serena Williams sehnte sich die 28-Jährige bei ihrem kurzen Zwischenstopp schon wieder nach ihren Teamkolleginnen. Ich grüße auf jeden Fall die Mädels. Ich freue mich auf euch und es wird eine gute Woche, das weiß ich. Ich werde jetzt erstmal trotzdem genießen, was ich geschafft habe. Ich werde jetzt erstmal einen Tag noch nach Hause fahren und dann freue ich mich auf die nächste Woche in Leipzig, auf die Mädels und auf alles, was noch kommt in den nächsten Tagen. Am Dienstag hat das Warten ein Ende, wenn das deutsche Team endlich wieder vereint sein wird. Ab dann gilt die volle Konzentration dem Duell gegen die Schweiz.